Ich begrüße euch zu einem neuen Zackfishing-Welts-Video und heute steht wieder, wie ihr unschwer erkennen könnt, ein Ansitz am kleinen Vereinsgewässer, am Stillgewässer an. Und ja, was ich genau dabei vorhabe, das erfahrt ihr gleich. Ja, und zwar ist das eine der Sessions, bei denen ich an unserem Vereinsgewässer den nächsten Schritt machen will. Viele von euch werden mit Sicherheit schon das Video auf die Feine Tour gesehen haben, wo mein Kumpel Andi und ich ebenfalls am gleichen Gewässer geangelt haben und euch gezeigt haben, auf welche Art und Weise wir es hinbekommen, dass wir regelmäßig Aktionen kriegen. Die Leute, die das noch nicht gesehen haben, die sollten das auf jeden Fall unbedingt nachholen, denn darauf wird dieses Video hier stark aufbauen. Ich werde das Ganze hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal verlinken. Ja, und diesmal geht es eben jetzt darum, nachdem wir es jetzt geschafft haben, hier konstant mit legalen Mitteln, mit Tauwürmern als Köder an unsere Bisse zu kommen, an der Größe der gefangenen Fische ein bisschen zu schrauben. Das heißt, gezielt da sich wirklich die größeren Fische rauszupicken. Das heißt, runtergebrochen auf dieses Vereinsgewässer, weil wir hier eben einen bestimmten Bestand haben. Ich würde gerne die Fischgrößen anheben von Fischen der 50, 60, 70 Zentimeter Klasse auf Fische der 1,10 Meter, 20, 30 Meter Klasse. Ja. Dazu gibt es verschiedene Hebel, die man betätigen kann. Genau darum soll es eben heute gehen. Das wird heute hier im Zentrum stehen. Und zwar ist es so, das kann ich gleich schon mal verraten, werde ich ein bisschen Variation reinbringen, was die Art der Präsentation angeht, beziehungsweise den Ort der Präsentation, viel besser gesagt. Und ich werde am Köder drehen. Das heißt, ich werde heute nicht nur mit Tauwürmern angeln, sondern auch mit Blutegel. Wie und warum, dazu später mehr. Jetzt erstmal noch was zur Platzwahl. Ich gucke mich nämlich hier gerade schon nach entsprechenden Plätzen um. Und zwar ist es eben so, dass ihr, egal wo ihr fischt, also auch an verschiedenen Flüssen, ich habe das im Ausland in den letzten Jahren so oft gemerkt, aber auch in Flüssen in der Heimat, dass es eben so ist, dass kleinere Fische, diese 50er, 60er, die ich heute gerne weitestgehend ausschließen würde, das sind Fische, die sich in solchen Uferpartien hier gerne zurückziehen, weil sie wissen, dass sie dort Schutz finden und Nahrung gleichzeitig. Schutz deshalb, weil Fische dieser Kategorie durchaus noch ins Beutespektrum von größeren Artgenossen passen. Im Ausland sind das dann Fische der 80, 90 Zentimeter Klasse, die man da viel fängt, beziehungsweise auch Fische der bis zur 1,50er Klasse. Jetzt muss ich hier mal kurz, Moment, einen Stunt machen, so. Genau, Fische der 1,50er Klasse, die sich dann auch noch ins Ufer zurückziehen, weil eben dort die Artgenossen, die ihnen gefährlich werden können, auch noch größer sind. Und hier ist das Ganze natürlich dann ein bisschen vom Maßstab her runtergebrochen. Hier im Gewässer sind die großen Fische 1,70 und deswegen stehen die kleinen Fische im Ufer und das sind dann die Fische zwischen 30, 60, 80, 90 Zentimeter. Genau, und die ziehen sich halt hier zurück. Das haben wir gemerkt bei unserer Angelei mit Tauwurm. Wir haben es mittlerweile, seit ihr das Video gesehen habt, schon wieder einige Sessions gemacht. Bei denen ging es dann wieder genau so. Wir haben Fische gefangen, aber alle Fische kamen nicht über die genannten Größen hinaus. Deswegen experimentieren wir jetzt so, dass wir, und das machen wir jetzt auch schon seit einigen Wochen, dass wir die Ausleger jetzt hier am Gewässer länger machen. Das heißt, ich komme ein Stück weit weg von meinem Ufer, angel nicht mehr konkret am Hindernis, wo es dunkel drunter ist, sondern fisch eben viel gezielter die Uferkante an, die abbricht, und fisch die unten tief am Fuß an, eben weiter weg vom Zufluchtsort sozusagen, und hoffe eben darauf, dass dort Fische vorbeikommen, die es nicht unbedingt mehr notwendig haben, sich da nachts irgendwo dicht am Ufer aufzuhalten und zu fressen. Und das sind dann eben die Fische der 1,30, 40 Klasse, die ich hier gerne hätte. Und das ist der Plan. Und dafür suche ich mir jetzt eben noch geeignete Stellen raus, beziehungsweise ich werde es so machen. Eine Stelle werde ich so fischen wie in den letzten Wochen, einfach um eine Route nochmal zum Überprüfen im Feuer zu haben, um zu überprüfen, ob das noch so funktioniert, wie es die ganzen letzten Wochen funktioniert hat. Das heißt, die kleineren Fische direkt am Ufer ansprechen und gleichzeitig auch prüfen, ob da nicht vielleicht doch mal ein größerer Fisch mitkommt. Und die zweite Route werde ich definitiv weiter rausziehen und an den Kanten Fuß setzen und mit der dann versuchen, selektiv was Größeres rauszupicken und vor allen Dingen auch wegzukommen von den kleinen Fischen, die mir halt die ganze Nacht die Köder klauen oder eben dran rumzuppeln und dann irgendwann mal hängen bleiben. Das ist der Plan. Jetzt geht's weiter. So, den Platz hier, den kennt ihr schon aus einem anderen Video. Das ist wieder der riesige Busch hier, der hier komplett alles unten drunter abdunkelt. Hier ist noch Holz drin, hier, das verläuft hier raus und hier rüber. Das heißt, ich kann von hier da reinfischen und die Fische in die Richtung frei rausdrillen. Und das werde ich machen. Also das wird auf jeden Fall meine
Holzroute, meine Überprüfungsroute, mit der ich eben schaue, ob das noch genau so läuft mit den Würmern dicht am Ufer, dicht am Busch, wie sie in den letzten Wochen gelaufen ist. Mit der anderen experimentiere ich dann und den Spot zeige ich euch dann auch gleich. Spot ist auch gefunden. Ich zeige euch den mal gerade. Und zwar habe ich hier vorm Ufer sehr flach, könnt ihr auch hier erkennen, dadurch, dass hier relativ viele Pflanzen drin wachsen. Hier kommen auch noch vereinzelt welche hoch und das zieht sich bis hier vorne hin. Also dieser ganze Bereich hier ist relativ flach, ja, so Meter, Meter 30 maximal und dann bricht er ab zur Weihermitte und da haben wir dann so 2 Meter, 2,50 Meter. Das ist natürlich ultra interessant für mich, weil hier mit Sicherheit auch im Laufe der Nacht sich Futterfisch einfindet zwischen dem Kraut. Und das ist natürlich dann genial, wenn ein Welskan von unten die Kante hoch hier in dem Kraut die Beute schlagen. So, und jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, okay, ich spanne das Ding direkt ins Kraut, weil da mit Sicherheit auch wieder von den kleinen Arbeitskollegen welche drin sind. Hier zum Beispiel. Aber genau das mache ich bewusst nicht, sondern ich ziehe den Ausleger weiter raus, sodass ich wirklich an dem Übergang zum tiefen Wasser angel und hoffe dadurch, die kleinen Welse, die sich wahrscheinlich hier aufhalten, zu vermeiden und nur selektiv die anzuangeln, die von hier von außen kommen, an der Kante entlang ziehen, entweder so rum oder von oben runter und dann hier hochrauben, um dann da zu fressen. Ja, das ist der Spot. Da mache ich jetzt einen Ausleger fest. Das Coole am Vereinsgewässer ist, dass es solche Gelegenheiten wie hier immer ganz gut gibt. Solche Uferbefestigungen, wo man dann die Ausleger easy dran machen kann. Perfekto, und das werde ich auf jeden Fall auch jetzt nutzen. Vielleicht gerade mal noch ein Tipp von jemandem, der schon echt viele Schlauchboote geschrottet hat bei solchen Aktionen hier. Passt auf, wenn ihr sowas hier anspannt und hier mit dem Schlauchboot ranfahrt direkt. Da gucken oft Schrauben raus oder es gibt scharfe Kanten, die irgendwie verbogen wurden oder so beim Befestigen. Wie hier jetzt zum Beispiel, wenn ihr so eine Kante, sowas Spitzes hier unter Wasser habt und fahrt da mit dem Schlauchboot rein, das ist weniger gut. Deswegen immer aufpassen. Oder obwohl, ich könnte ja sagen, als Firma, die auch Schlauchboote verkauft, müsste ich es eigentlich anders sagen. Fahrt auf jeden Fall an die Uferbefestigung. Fahrt damit richtig Schwung hin, damit er auch richtig schön Halt findet am Ufer und fahrt euch die Schlauchboote kaputt. Nee, Spaß beiseite, das muss natürlich nicht sein. Fahrt vorsichtig ran und guckt euch vorher an, wo die Schrauben sitzen könnten oder die störenden Kanten. So, das Ding hier ist jetzt befestigt, jetzt wird es noch abgelenkt und dann geht's los. Ich habe eben davon gesprochen, dass ich neben der Platzwahl noch an der zweiten Stellschraube drehen will, um möglichst selektiv auf die größeren Fische hier im Gewässer zu angeln. Und das bezieht sich auf die verwendeten Köder. Und zwar habe ich heute unter anderem auch Blutegel dabei. Die will ich einsetzen aus folgenden Gründen. Und zwar haben wir uns hier in den letzten Wochen ziemlich viel mit den Tauwürmern durch die kleineren Fische durchgeangelt und dabei wirklich konstant nur diese Größe gefangen. Und haben halt überlegt, woran es gelegen haben kann, dass eben nicht mal ein größerer dazwischen war. Mit Sicherheit spielen da immer viele Faktoren mit rein, aber ein Faktor könnte eben gewesen sein, dass vielleicht die Welse hier, die eine Größe haben, ab einem Meter, Meter 10, Meter 20, dass die vielleicht schon eher eine räuberische Ader entwickelt haben in diesem Gewässer und dementsprechend mehr auf Bewegungsreize gehen, die denen ähneln von Weißfischen, von anderen Futterfischen und so weiter. Das heißt, vielleicht ist der Tauwurm in diesem Gewässer ein Köder, der durch seine zu geringen Bewegungsreize vergleichsweise, dass er da diese Welse einfach weniger anspricht als vergleichbare Köder, die sich mehr bewegen. Und wenn man da im legalen Köderspektrum bleiben möchte, dann bleibt eben unter anderem mit einem hohen Bewegungspotenzial nur der Blutegel, weil der Blutegel gerade jetzt auch bei hohen Wassertemperaturen wirklich schon starke Bewegungsreize an seine Umgebung abgibt und dadurch eben eventuell, das ist jetzt die Spekulation, diese Welse, die wir haben wollen oder die ich in dem Fall heute hier haben will, besser anlockt als ein Tauwurm. Dementsprechend werde ich heute die Route, die ich schon so fisch, dass er auf die größeren Fische angelegt
angelegt ist. Die werde ich auf jeden Fall mit einem Blutegel ausstatten, sodass ich dann dort nicht nur durch die Platzwahl, sondern eben auch durch die stärkeren Bewegungsreize, die vom Köder ausgehen, eine Präsentation schaffe, die hoffentlich, und das ist die Spekulation, eher die großen Fische anspricht. Und dann werden wir das mal sehen. Wir haben das in den letzten Wochen auch schon ausprobiert, dass wir die Blutegel wirklich direkt im Ufer gefischt haben. Das heißt, anstatt die Tauwürmer zu fischen, einfach Blutegel aufgehängt haben und dann das Ganze testweise gefischt haben. Aber die Aktionen blieben gleich. Die kleinen Fische haben gefressen. Die kleinen Fische haben uns die Köder, dadurch, dass sie die Egel nur halb ins Maul genommen haben, von den Haken runtergezupft. Und es hat sich eigentlich im Fangergebnis nichts verändert. Das hat uns dann dazu ermutigt oder getrieben, das Ganze noch ein bisschen weiter vom Ufer weg zu präsentieren und eben auf diese Art und Weise dann selektiver zu fischen. Um die Blutegel anzubieten, verwende ich eine ziemlich simple Montage. Besteht einfach nur, klar, aus dem Schwimmer, aus allem Möglichen, was ich eben zum Abspannen brauche. Das, was ihr schon in vielen Videos gesehen habt. Aber ich beziehe mich jetzt auf das Ende vom Vorfahr. Und da besteht sie eben nur aus einem leichten Blei, 20 Gramm, was eben dann gestoppt ist, in der Position gehalten ist. Und einfach nur ein Einzelhaken. So fische ich das jetzt schon seit einiger Zeit. Ich habe da jetzt keine großartigen Clips dran montiert oder großartigen Drähte. Da hatte ich ja auch mal ein Video dazu gemacht, was zum damaligen Zeitpunkt mit Sicherheit auch seine Berechtigung hatte, weil ich es damals eben wirklich so gefischt hatte. Aber man entwickelt sich im Laufe der Zeit ja auch weiter, beziehungsweise entwickelt seine Angelei weiter. Und aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt, ist es eben so, dass ich wirklich sage, ich fische einfach nur einen einzelnen Einzelhaken, denn wenig Bestandteile der Montage bedeuten auch, dass der Egel wenig Möglichkeiten hat, um sich irgendwo einzudrehen, um irgendwas zu verwickeln oder sonst irgendwas. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich steche ihn dann mit der Spitze einfach in einem Saugnapf ein, sodass er dann wirklich komplett die Bewegungsfreiheit nach unten hat. Ich zeige euch das gleich auch nochmal im angeköderten Zustand. Und ja, auf die Art und Weise, wie gesagt, fahre ich gut. Und wenn jetzt nicht gerade zu kleine Fische beißen, das heißt Fische von 30, 40 cm, die da irgendwo in der Hecke drin stehen, dann ist es in der Regel auch so, dass die Fische hängen bleiben, weil sie das ganze Paket komplett einsaugen. Könnt ihr euch so ähnlich vorstellen, wie man früher die Aale gefischt hat. Die hat man ja auch meistens nur mit einer simplen Einzelhakenmontage gefischt, womit man dann am besten gefahren ist. Und da gab es mit Sicherheit auch viel Biss, aber wenn dann meistens von den Kleinen, wenn dann halbwegs vernünftiger Fisch vorbeikam, war der Aal mitsamt der Montage mit allem weg. Und das Ganze hat sich gehängt. Genau. So, ich mache mich jetzt ans Anködern, zeige euch dann noch einmal, wie das Ganze im angeköderten Zustand aussieht und dann gehen die Montagen gleich raus. So, im angeköderten Zustand sieht das Ganze dann so aus. Ihr seht, ich habe den hier einfach einmal durchgestochen, ansonsten ist er über die ganze Länge frei. Ich fische hier auch einzeln und nicht irgendwie Zweier- oder Dreier-Kombinationen. Einfach weil ich der Meinung bin, dass die Bewegung, die so ein Teil macht, unter Wasser absolut ausreicht, um Welse anzulocken. Dementsprechend schicke ich das Ganze jetzt so auf die Reise. Tauwürmer habe ich soweit auch schon fertig gemacht, zeige ich euch jetzt nicht, habt ihr schon oft gesehen. Ja, bringe ich die Ruten raus und dann gucken wir mal, was die Jungs und Mädels sagen. Ganz kurz, bevor es losgeht mit dem Auslegen, noch schnell der obligatorische Tackle-Check. Und zwar habe ich hier heute dabei die Blinkerjörg Longcast sowie die Kettetech Spin. Dann das Ganze natürlich ausgestattet mit zwei Stationärrollen, die bespult sind mit einer 43er Hulkline. Dann gehen wir weiter hier oben hin. Da habe ich einen Stainless Steel Swivel drauf, um die Reißleine einzuhängen, zusammen mit einem Hooktube und einem Knicklicht, wo ich dagegen spannen kann. Dann haben wir hier einen Inline Float in 50 Gramm mit dem Knicklicht gestoppt. Dann hier ein Ballbearing Swivel als Verbindung zwischen Hauptschnur und Vorfach. Als Vorfach ein 070er Silent Leader. Am Ende vom Vorfach ein Inline Sponge Lead, gehalten von zwei Leader Stops. Und als Abschluss vom Vorfach ein Striker 2.0 in XXS. Hier als Einzelausführung, hier auf der anderen Seite als Doppelausführung, um mehr Platz für Tauwürmer zu haben. Das Ganze steht in zwei Rodstand Basics. Hier oben seht ihr, dass die Aufnahmen schon angebracht sind für die Pro-Bells. Und als Auslegeboot benutze ich heute wie immer bei der Angelei hier das Hopper. So, und jetzt geht's endlich los, raus aufs Wasser.
Ach so, was ich der ganzen Sache noch kurz anschließen möchte, ist, dass ihr diese Produktlinks, die Links zu den Produkten, die ich jetzt gerade im Tackle-Check aufgezählt habe, dass ihr die in der Beschreibung vom Video findet. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, Benny und ich, wären euch sehr dankbar, wenn ihr die Zackfishing-Welts-Videos dadurch unterstützt, dass ihr das Tackle, was ihr hier seht, wenn ihr es euch kaufen möchtet, bei uns im Online-Shop kauft. Ihr könnt es aber natürlich auch genauso gerne bei eurem Angelgerätehändler des Vertrauens kaufen. Da freuen wir uns genauso drüber. Aber definitiv, egal wie ihr es macht, ihr unterstützt Zackfishing-Welts dadurch und darüber werden wir uns freuen und wären euch dafür sehr dankbar. Aber jetzt endlich ins Boot. So, Amigos, die Routen liegen soweit. Alle Köder sind an ihrem Platz. Bevor wir jetzt endgültig in die Nacht gehen, zeige ich euch dann noch mal kurz auf dem Blog die Übersicht, damit ihr einfach noch mal ein bisschen mehr Orientierung habt, wie ich das Ganze im Gewässer verteilt habe. So, und zwar seht ihr den schlauchförmigen Altarm hier. Strömung gibt es keine, deswegen habe ich keine eingezeichnet. Uferkante bei mir fällt etwas weiter weg vom Ufer auf die Gesamttiefe, sage ich mal, ab, als auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite kommt die Kante schneller und in der Mitte pendelt sich das dann ein auf 220 bis 250, wobei in dem Bereich hier vom Altarm auf der anderen Seite die 250 wirklich eigentlich die Regel ist. Und dann habe ich einmal links hier dieses Hindernis, was wir heute Mittag uns angeguckt haben, wo ich auch schon öfter davor gefischt habe, auch in anderen Videos, wo es stockdunkel drunter ist, mit diesen Ästen, die hier in zwei Richtungen rausschauen und da hängt der Köder eben direkt am Hindernis, aber so, dass es natürlich noch vertretbar ist und gleichzeitig eben auch auf der Kante. Über einer Wassertiefe von 1,30 m eingestellt auf 90 cm. Die zweite Route, das ist die hier hinten an diesem Flachwasser, wo dieses ganze Kraut drauf ist, wo ich eben vermute, dass relativ viel Futterfisch sich nachts drin zurückzieht. Da habe ich den Ausleger so lange gemacht, dass der Köder über 2,20 m Wasser liegt, aber direkt im Anstieg. Das heißt, da wo es von den 2,50 hochgeht und einen Meter weiter zum Ufer, ist es dann auch direkt schon bedeutend flacher. Also es ist wirklich ein recht steiler Anstieg. Und eingestellt habe ich von der Gewässertiefe hier auf 1,30 m. Jo, das sind die beiden Routen. Hier hängt der Blutegel, hier hängen die Tauwürmer und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich hier heute Abend was tut und wenn ja, was sich tut. Vor allen Dingen auf den Blutegel und auf den langen Ausleger bin ich gespannt. Ja, das Tageslicht ist fast weg. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit hat es jetzt vorhin noch mal eine Aktion gegeben auf den Blutegel. Ich glaube aber, dass es ein Weißfisch war. Ich bin dann hingefahren, habe es noch mal kontrolliert. Aber der Blutegel sah noch gut aus, alles war noch tipptopp. Aber vielleicht ein ganz gutes Zeichen. Ist auf jeden Fall ein richtig geiler Sommerabend, richtig entspannt. Routen sind draußen, Grillen zirpen, ein leichtes Lüftchen, kalte Getränke, eine Kerze an, Mückenspirale, wie sich das gehört. Im Prinzip wird das hier auf jeden Fall eine coole Session, auch wenn nichts beißt. Aber natürlich wird es noch viel geiler, wenn was beißt. Wenn das soweit ist, dann ist die Kamera natürlich an. Drückt die Daumen. Wir haben jetzt 10:45, gerade kam die erste Aktion auf die Wurmrute. Oftmals klauen sie sich dann nur ein, zwei Würmer und irgendwann kommt dann eben der Moment, wo dann sie doch so viel zuschnappen oder das ganze Paket so weit einsaugen, dass sie eben doch hängen bleiben. Ich werde jetzt mal nochmal abwarten. Oft hilft es auch der Sache einfach ein bisschen Zeit zu geben. Dann fahre ich hin, kontrolliere, hänge neue Würmer hin und dann gucken wir mal, dass man den vielleicht dann noch gehakt bekommen, den Fisch. Und wenn es soweit ist, dann ist die Kamera natürlich an. So, seht ihr, da macht sich die Kontrolle
schon bezahlt. Keinen einzigen Wurm haben die Jungs mir mehr gelassen. Da müssen wir jetzt wieder nachlegen. So, so geht das Ganze jetzt wieder runter. Dann schauen wir mal, vielleicht klappt es ja beim nächsten Versuch. Ihr habt es gesehen, alle Köder waren geräumt bei der Tauwurmroute. Und an der Stelle ganz kurz nochmal der Hinweis, den ich euch ans Herz legen möchte. Geht nachts, wenn ihr Attacken auf der Route hattet, eure Köder nochmal kontrollieren. Lieber einmal zu viel kontrolliert als einmal zu wenig. Hätte ich die Runde jetzt nicht gemacht, hätte ich im Prinzip die halbe Nacht hinter einer leeren Route gesessen, die hätte gar nichts fangen können. Und dementsprechend wichtig war es jetzt, das zu tun. Und wie gesagt, das kann ich euch nur mitgeben. Ich erlebe es halt immer wieder, dass die Leute abends auslegen einmal und das dann so lassen und entweder fällt die Route dann oder sie steht bis morgens im Routenhalter, auch wenn es zwischendurch mal klingelt, so nach dem Motto, ah, da wird schon noch alles dran sein, aber ganz oft ist es leider nicht der Fall und dementsprechend an der Stelle der Tipp. Genau, das wollte ich noch loswerden, alles ist wieder scharf, alles ist wieder startklar, ich bin gespannt, ob und wann die nächste Aktion kommt. Ja Leute, es hat geklappt. Ein Wels ist zum Vorschein gekommen. Oder sagen wir mal besser, ein Wälzchen. So sieht er aus. Der Wurmdieb. Einer von denen, die im Ufer wohnen und die wir eigentlich ausschließen möchten. Ich hatte es ja kontrollmäßig trotzdem so gemacht, dass ich eine Route gefischt habe. Dicht ins Ufer rein. Und ja, es funktioniert, wie ihr seht, nach wie vor. Kleines Tauwurmbündel, ab in die Büsche. Da kommt im Prinzip eine Aktion nach der nächsten, ab und zu bleibt einer hängen. Leider hat sich auf der anderen Route für die besseren Fische noch nichts getan. Vielleicht kommt da noch was, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls, den haben wir jetzt mal erwischt. Moin Moin! Mit der einsetzenden Morgendämmerung kam die zweite Aktion der Session. Wieder auf die Tauwurmroute. Wieder hat ein Wels gebissen. Wie sollte es anders sein? Und ja, von der Größe her ein Stück besser als der erste, der kam. Immer noch nicht die größte Fisch, auf die ich es abgesehen habe, die ich gerne rauskitzeln würde, aber trotzdem eine zweite Aktion, es passiert was, es tut sich was, auch nicht schlecht. Ja? Und ein paar Stunden habe ich noch Zeit, eventuell kommt ja auf die zweite Route noch was und wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall keine Schneider-Session. Das muss man gerade am Vereinsgewässer mit legalen Mitteln im Hochsommer auch zu schätzen wissen. Die
Sonne steigt am Horizont immer weiter nach oben. Es wird allmählich, zwar langsam, aber doch spürbar wärmer. Zeit für mich natürlich obligatorisch, den ersten Kaffee zu kochen und zu trinken. Und natürlich aber auch ein Resümee zu ziehen zur Nacht. Ja, ist jetzt so ein zwiespältiges Ding. Einerseits zwei Aktionen und zwei dieser typischen Vereinsweiherwälse gefangen. Das ist ganz gut. Es war abwechslungsreich, es waren Aktionen, die Fische sind hängen geblieben. Das hat gepasst. Das heißt, dieses Generieren von Bissen, so wie wir es uns herauskristallisiert haben, funktioniert nach wie vor genau so. Und das ist super. Was halt überhaupt nicht funktioniert hat, ist das gezielte Fangen größerer Fische hier im Gewässer, weil auf die zweite Rute gar nichts passiert ist, auf dem Blutegel. Macht aber nichts. Ich bin trotzdem optimistisch, dass das in Zukunft klappt. Vielleicht klappt es eben nicht jedes Mal oder beim ersten Mal oder wie auch immer, aber ich bin mir sicher, wenn ich da oder wenn wir da dranbleiben, dann wird sich das einstellen. Was mich in dieser Sache so sicher macht oder ermutigt, ist eine Session, die mein Kumpel Andi und ich vor circa anderthalb Wochen hatten. Da haben wir dasselbe gemacht, haben wir zwei Routen, jeder eine weiter weggefischt vom Ufer, richtig schön in die Kante rein und jeder eine Route auch dicht ins Ufer rein. Und es war so, wir haben auf beide Routen, die weiter rausgezogen waren, unter anderem auch mit Blutegel bestückt waren, Bisse bekommen und die Bisse waren wirklich sehr, sehr gut, also wesentlich besser als das Gezuppel, was hier die kleinen Heckenfische machen. Deswegen gehen wir davon aus, dass das auf jeden Fall Fische aus einer anderen Kategorie waren. Vielleicht jetzt keine Riesen, aber eben sehr wahrscheinlich aus der Kategorie 1,20, 1,30 so rum. Und das heißt, wir hatten schon mal Kontakt. Gehakt haben wir die Fische nicht, waren Fehlbisse leider, aber so haben wir eine erste Spur bekommen. Die verfolgen wir jetzt weiter, auch in den nächsten Wochen, und daran werden wir euch natürlich teilhaben lassen, sodass ihr da Schritt für Schritt hier bei der Erkundung des Vereinsgewässers dabei seid und sehen könnt, wie wir dabei vorgehen, um gezielt an die größeren Fische zu kommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch in der Zwischenzeit alles Gute, eine schöne Zeit am Wasser, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao.